Eine kleine Sache, ich entschuldige mich, wenn ich so leicht nasal klinge, weil ich habe das Gefühl, ich klinge so, aber meine Nase ist zu und ich bin erkältet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich habe heute ein Video für euch, wo ich euch zeige, wie ich meine Lernzettel für die Studierenden-Lernphase sozusagen erstelle. Ich habe mir 7 Lernzettel gemacht, weil ich jetzt noch ca. 7 Wochen habe, bis die Prüfungen vorbei sind, 5 bis sie anfangen. Und ich das alles sehr strukturiert angehen möchte und mir selber die Angst dadurch auch nehmen möchte. Disclaimer vorher, das ist meine erste Lernphase an der Uni. Ich habe jetzt einfach das gemacht, wo ich gedacht habe, das wird mir helfen für die Lernphase, weil ich ja inzwischen auch kenne, wie ich lerne und was ich brauche, um gescheit zu lernen. So, als erstes habe ich mir ein Blatt Papier genommen und das jeweilige Fach drauf geschrieben. Dann der Tag, an dem ich die Prüfung schreibe. 14.02. Alter, stimmt das ja. Und dann habe ich angefangen, mir aufzuschreiben, was ich alles in diesem Fach wissen muss bzw. lernen kann. Und ich habe auch grob dazu geschrieben, immer was in dem Fach circa, was in dem Kapitel circa drankommt. Das sind die ganzen Kapitel, die ich kann, muss dann die Übungen. Die ich nochmal durcharbeiten möchte. Und weiter ging es dann mit dem nächsten. Als nächstes habe ich mir Pinterest genommen und nach verschiedenen Wiki-Planern gesucht, weil ich zu blöd bin, mir sowas in Excel zu erstellen. Yay. Und die gedownloadet und dann in GoodNotes geöffnet. Dann habe ich mir einen von Buttered Coffee geholt. Und den habe ich dann noch so ein bisschen individuell angepasst, weil da Sonntag, Montag, Dienstag war und das kann ich nicht leiden. So, das sind Sachen, die sind fix, die habe ich immer und da gehe ich auch immer hin. Und jetzt werde ich das Ganze einfach ausdrucken. Und da werde ich mir jetzt eintragen, von wann bis wann die Woche ist. Also haben wir erstmal die vom 6.1. Und jetzt zeichne ich mir ein, wann ich was lernen kann. Und ich habe ja schon meine 3 Farben. Hier ist Mathe. Wie ihr seht, habe ich dann so ein paar Sachen eingetragen. Und zwar hier zum Beispiel EDV, dann VWL, Mathe. Für EDV zum Beispiel werde ich nicht so viel machen, einfach weil ich jetzt schon weiß, dass ich da eigentlich ganz gut hinkommen werde wahrscheinlich. Rumkommen, whatever. Ich habe mir pro Lerneinheit immer so circa 2 Stunden eingetragen. Wenn ich nur eine mache oder mehr, dann funktioniert das ja trotzdem alles. Und jetzt werde ich mir meinen Plan wieder zur Hand nehmen, in dem steht, was ich machen muss. Und werde mir das hier eintragen.
Kleine Sache oder kleine Anmerkung am Ende noch. Ich habe die Sachen jetzt seit einer Woche gemacht. Also ich habe jetzt seit einer Woche circa mit dem Plan gelernt. Und bis jetzt bin ich mega zufrieden, weil ich nicht das Gefühl habe, zu viel zu machen oder mich zu hetzen oder zu stressen. Bloß habe ich gemerkt, dass ich teilweise nicht so lange für die Sachen brauche, wie ich gedacht habe. Weshalb ich jetzt doch ein Ticken voran bin, also so ein Ticken schneller. Dennoch werde ich meinen Plan nicht umändern, sondern die Zeiten, die ich zum Beispiel für VWL eingetragen habe, dann zum Wiederholen nehmen. Es ist nämlich mega wichtig, dass ihr euch Wiederholungszeiten einprägt oder halt einbringt, damit ihr die Möglichkeit habt, Dinge euch einzuprägen, so rum. Und die Sachen halt einfach besser im Gehirn verankert sind und die nicht nur einmal gelesen habt, weil mir persönlich bringt das nichts. Und eine andere Sache. Mir ist aufgefallen, dass das so viel aussieht auf den Lernzettel. Also ihr seht die jetzt gerade nicht, aber ihr seht die gleich im Video. Aber man muss bedenken, dass ich immer nur von 8 Uhr bis 8 Uhr, also nur einen 12-Stunden-Radius gewählt habe. Und ich deswegen ab 8 noch bis circa 12 Zeit habe, um andere Dinge zu tun oder auch mal Dinge von mittags nach unten, also nach, in die Nacht zu verschieben, um mich dann mittags mit Freunden zu treffen oder so. Das heißt, ich bin nicht nur den ganzen Tag am Lernen und ich gehe auch nicht um 8 Uhr ins Bett, aber so war das halt eine gute Einteilung für mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht konnte ich euch ja inspirieren, euren eigenen Lernplan für die Uni zu erstellen. Wenn ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und wir sehen uns beim nächsten Mal.